So, das nächste Interview ist mit dem Julius Podcast. Ich komme gerade nicht auf den Namen, der mich für seinen Podcast interviewt. Der hatte ganz nett angefragt über Social Media. Ich mache das ja ganz gerne. Bringt ja auch allen was. Und der macht das allerdings nur für Ton. Und ich habe ihm gesagt, wir sollen das so machen, oder wir können das so machen, dass wir über Telefon miteinander verbunden sind. Pack das mal weg. Dass wir über Telefon miteinander verbunden sind. Er mir die Fragen direkt ins Ohr sprechen kann und ich hier eine separate Audiospur aufnehme. Weil ganz ehrlich, ich finde das über Skype oder Zoom oder wie das alles heißt, der Ton klingt nachher einfach kacke. Der klingt okay, aber einfach nicht perfekt. Und ich habe gesagt, dann schneidest du die Fragen, seine Fragen bei ihm und meine Antworten hier, schneidet er einfach zusammen. Und dann hat er wenigstens ein gutes Tonerlebnis, weil wenn du das auf iTunes und so hochlädst, dann muss das schon ordentlich sein, finde ich. Dann kannst du da nicht so einen halben Kram machen. So, das probieren wir doch jetzt mal eben aus. Wie machen wir das am besten? Machen wir am besten so, ne? Okay, gut. So, muss ich hier irgendwas auf Palim, Palim, Palim. So, das darf hier aber nicht dran rumrubbeln. Das wäre irgendwie eine blöde Idee. So, oder? Scheiß drauf. So, Julius, wo bist du? Julius, wo bist du? Du. Da ist er. Julius, grüß dich auch, hallo. Ja, und mir tut es leid, dass es eine halbe Stunde zu spät ist. Aber falls du meinen Vlog verfolgst, weißt du es ja. Also wir haben einmal ich sag mal, die gerade aktuellen, wenn jetzt gerade aktuell irgendjemand ganz besonders angesagt ist aus irgendeinem Grund, was weiß ich, da ist eine neue Show über ihn oder hat ein neues Buch rausgebracht oder wie auch immer, dann greifen wir uns denen natürlich oder versuchen es und machen mit dem dann die Cover Story fürs nächste Heft. Dann gibt es natürlich langfristige Ziele, wo wir sagen, den oder die hätten wir wahnsinnig gerne mal. Bei Frauen fällt es uns sehr schwer, weil uns ganz, ganz wenige Frauen zusagen. Das ist aus irgendeinem Grund so. Falls da einem deiner Hörerinnen da mal der Grund einfällt, den wüsste ich gerne mal. Aber wir kriegen leider von sehr vielen berühmten Frauen aus Deutschland Absagen, was wir schade finden. Weil, ja, das ist sehr, sehr schade, weil ich glaube, das ist einer der Gründe, warum viele Frauen sich nicht trauen, selber was zu machen und zu unternehmen und erfolgreich zu werden, weil ihnen vielleicht ein bisschen die Beispiele fehlen. Man sieht dann hier da irgendeine Tussi im Fernsehen und ne, die macht dann da Moderation oder was weiß ich dann was, ein Sport oder ist Sängerin oder wie auch immer. Und man weiß aber nichts über sie. Und das Einzige, was man über sie liest, ist in der Klatschpresse irgendein Mist. Aber die wirklichen Erfolgsgeheimnisse, wie man als Frau in diesem Land sich behauptet und erfolgreich wird, damit halten die halt hinterm Berg, was ich schade finde. Nicht? Also da sind die Männer sind mir sehr viel sympathischer, weil die einfach sagen, komm, lass machen. Und ne, das sind oftmals ein bisschen mehr, die sind oftmals etwas offener als die Frauen, was ich schade finde. Vielleicht liegt es auch an uns oder an mir oder so, wobei ich mir das nicht wirklich vorstellen kann. Wir machen ja immer deutsche Stories. Das haben ja sicherlich schon einige gemerkt. Also bei uns sind ja nicht Schwarzenegger und Mark Zuckerberg als Personen auf dem Cover, sondern das sind ja deutsche bzw. deutschsprachige Beispiele. Und die fand ich bisher alle großartig und alle genial. Vor allen Dingen muss man ja bedenken, du kannst ja kein Vorbild nehmen auf dieser Welt, weil jeder hat Stärken und Schwächen. Und du willst ja keine Schwächen kopieren. Deswegen kannst du ja nicht einem Vorbild nacheifern. Was du machen kannst, ist, du kannst dir ein Potpourri aus erfolgreichen Persönlichkeiten zusammenstellen und dir aus jedem sozusagen das Beste rausholen und für dich versuchen umzusetzen oder etwas davon zu lernen. Und das ist
Das ist mein Ansatz, das sage ich auch immer Menschen, die sagen, ja, warum ist denn der da auf dem Cover? Mein Gott, weil du von jedem auf dieser Welt was lernen kannst. Du musst ja niemandem nacheifern, aber du musst dir von jeder erfolgreichen Person auf dieser Welt, musst du dir etwas rauspicken, wo auch, was vielleicht auch dir helfen könnte. Erfolg hat auch mit Glück zu tun. Das sagen aber auch ganz viele erfolgreiche Menschen, insbesondere Milliardäre, die sagen, du brauchst auch eine Portion Glück. Aber, und jetzt kommt eigentlich der Knackpunkt daran, du musst dich auch in die Lage versetzen, Glück zu erfahren. Das vergessen ganz, ganz viele. Glück ist eigentlich eine Frage der großen Zahl. Mir fällt gerade kein besseres Beispiel ein. Also das ist so wie, Verkäufer kennen das gut. Wenn Verkäufer 10 potenzielle Kunden anrufen oder ansprechen auf ihr Produkt, dann sagen nachher vielleicht 2, ja, interessiert mich. Und also das heißt, das ist ein Gesetz der großen Zahl. Und je öfter du diese 10 Leute anrufst, je öfter hast du auch die 2, die sich interessieren. Und so ist das meiner Meinung nach auch mit dem Glück. Glück schwirrt da draußen rum. Und nennen wir sie jetzt einfach mal Zufälle oder wie auch immer. Du triffst den richtigen Menschen, du hast auf einem, also in der Regel triffst du den richtigen Menschen. Wenn man es mal runterbricht, hat es ganz, ganz viel damit zu tun. Oder du siehst das richtige Buch, was dir vielleicht auf deinem Weg weiterhilft oder. Je mehr du zu Hause bleibst, je mehr du in deinem stillen Kämmerlein unterwegs bist, je weniger du dich mit anderen Leuten mal unterhältst oder andere Leute mal kennenlernst oder einfach draußen in der Welt unterwegs bist, je weniger du das tust, je weniger Glück wirst du auch haben im Leben. Und je mehr du das tust, je mehr Menschen du da draußen ansprechen wirst, je mehr du in Buchläden unterwegs bist oder das Erfolgmagazin liest oder was weiß ich, je mehr du das tust, je mehr du im Internet vielleicht mal auf ein paar interessanten Networking-Sites oder so unterwegs bist und dir mal ein paar Profile anguckst oder so ähnlich, je mehr du das tust, je mehr Glück wirst du dann auch haben. Das ist aber einfach ein Gesetz der großen Zahl. So, doch fast eine Stunde, ne? Hätte ich gar nicht gedacht, waren aber ganz gute Fragen dabei. Viele neigen dazu, irgendwie immer dieselben Fragen zu stellen. Wie ist das mit dem Erfolgmagazin? Wie kommt man auf die Idee? Wie kommt man an die Leute? Blablabla. Und irgendwann wird den Leuten das dann ja langweilig. Und von daher hat er für, wie hieß es? Tools? Ach nee, Jules. Jules Talk. Ne? Jules Talk. Gute Fragen gestellt, ja. Bin ich zufrieden. Gut, okay, wo geht's jetzt hin? Genau, jetzt müssen wir das da mit der Autosache klären. Ist da noch irgendwas? Ja, ne?